Ich begrüße zur zweiten Folge I am Setsuna. Wir wollen heute die letzte Sidequest veranstalten, abschließen, wie auch immer. Und zwar die vom guten Fidesz. Und dafür müssen wir hier in die Kneipe, was auch immer, und mit diesem seltsamen Mann hier reden. Der davor, glaube ich, noch nicht da saß. Here looking for the Sprite Night Stone too. What Sprite Night Stone? Oh, so you are not. I was sure you'd come here looking for the Sprite Night Stone. What Sprite Night Stone are you talking about? Come on, tell us. Well, it was washed by in by the sea. Apparently, it's a really rare one and has some mysterious power. Wow, I like the sound of that. So, where is it? No, you're better off not looking for it. Take my word for it. Why is that? Because it's cursed. Sounds fun. Schon wieder was Verfluchtes. That's right. It brings nothing but misfortune. What do you mean? Each person who has owned the stone has since met a horrible end. It's cursed. Anyone who lays hands on it will die. Ah, scary stuff. Alright, count me out. What's wrong, Fidesz? No, nothing. So, who has the stone now? Who knows? Rumor has it some kids stole it and ran off with it. Someone saw him fleeing to the north, apparently. If you want to know more, try asking around the town. A child? Anyway, we don't need no cursed stone, so let's just forget about it. No child is gonna have the magic energy to use it anyway. They are just seeing it as any old stone, get bored of it, and throw it away, eventually. No, perhaps we should look for it. What the hell, why? Mysterious as always, eh, Fidesz? Und wieso will er jetzt danach gucken? Ha, gute Frage. Na okay, dann gucken wir uns mal in der Stadt um und reden mit den Leuten. Ah. Da ist ja umgefallen. Dear me, that was a close one. What happened? Well, I heard some caverns no one had entered for years were found in the frightening caves. So I went to have a look, and inside I found a lone child. I was concerned, so I called out to him, but he attacked me using a strange Bright Night Stone. Just my luck, I tell you. He might have followed me back, so I'd get out of here as well if I were you. Okay. A child with a Sprite Night Stone. Could this be... Yes, it sounds like this is a child who stole a cursed Sprite Night. Moment, ich muss kurz was wieder mal nachschauen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich was eingestellt habe. Ja, alles ist gut. Das ist jetzt hier in jedem Part so. Aber wir haben ja nicht mal viel vor uns, deswegen... Okay, alles klar, weiter geht's. The Frightening Caves. Und mal wieder müssen wir da rein. Ah, Moment, wo wir in Gethrington sind. Die letzte Schatztruhe, die noch verschlossen ist. Die muss jetzt hier irgendwo sein. Hier ist ein Item. Jetzt ist die Frage, wo ist die? Ich habe keinen Plan. Also ich weiß halt wirklich nicht mehr. Ich weiß nur, dass irgendwo hier eine sein muss, weil es mir aufgeschrieben hat. Doch, ich glaube, ich weiß, wo die war. Ich glaube schon. Hier unten, oder? Irgendwo. War das nicht so? Irgendwie so? Ja, da so. Das müsste jetzt letzte sein, theoretisch. Demon Impact. Und? Ich krieg keine Errungenschaft, deswegen. Ich weiß nicht, ob es jetzt die letzte ist oder ob man dafür keine bekommt. Oder habe ich noch irgendwo eine übersehen? Nö, ich müsste theoretisch alle haben. Weiß ich nicht. Vielleicht kriegt man dafür einfach keine Errungenschaft. Ich habe keinen Plan. Oder ich hab irgendwo eine übersehen. Wenn ja, ist mir auch egal, ehrlich gesagt, weil... Ich gucke ganz bestimmt nicht nochmal überall nach, ob ich alle Truhen habe, weil ich die ich abgestrichen habe, die habe ich alle, das weiß ich und ja, deswegen. Deswegen müsste ich eigentlich alle haben, aber vielleicht auch nicht, vielleicht kriegt man dafür kein Achievement, wie gesagt, keine Ahnung. Kann ich mal nachschauen, was da für ein Achievement gibt. Aber okay, so, ich mache einen neuen Save Point, bitte.
Dann Frightchen Caves. Mal wieder. Ich habe jetzt aber keinen Plan, wo wir jetzt hier genau lang müssen. Deswegen schneide ich mal nicht oder so. Ich weiß halt nicht. Deswegen lasse ich mal das drin einfach. So. Jetzt hören wir auch mal Fidesz Stimme. Ich habe es ja schon so ein bisschen gehört bei dem Kampf gegen die Schlangen, weil ich dafür das ja auch benutzt habe. Und ja, ansonsten nicht wirklich. Aber ja. So, ich bin gespannt, wo jetzt hier der Weg sein soll. Ob wir den Weg überhaupt finden. Und was da sein wird. Ich habe eigentlich keinen Plan. Also ich weiß, dass es wahrscheinlich wieder einen Bosskampf geben wird. Aber ich weiß noch nicht gegen wen oder so. Den riesigen Golem, der bei Trainer Bosskampf war, den habe ich sogar mal in der Trailer gesehen oder auf irgendeinem Screenshot oder so. Bin ich mir nicht mehr sicher wo, aber jedenfalls kannte ich den. Und ich dachte, das wäre halt so ein ganz normaler Storyboss. Aber ich habe mich schon gewundert, wieso er gar nicht kam. Und im Endeffekt war es ein Boss von der Sidequest. Ist auch relativ spannend. Ja. Genau. Das wollte ich nur mal anmerken, dass ich das nicht wusste. Dass der ein Sidequest-Boss ist quasi. Oh Gott, ich hasse diese komischen Eichhörnchen-Viecher hier. Die gehen mir so auf den Sack, diese Holy-Viecher. Die gehen mega auf den Sack. Oh ja, sie sind tot, sehr schön. Weil die halt ihren komischen Handstand auf ihrem Ball da machen können. Das geht mir so auf den Sack, weil da muss man halt ewig warten, bis die jetzt aufhören damit und so. Und das ist einfach so langweilig und boah, zieht den Kampf nur nicht länger. Ich habe halt keinen Plan, wo dieser neue Weg eröffnet sein könnte, deswegen. Aber ich... Ja, ich weiß halt nicht, wo da ist. Und falls ich jetzt so drüber stoße, lasse ich mir erstmal alles drin. Der Part kann ja ruhig ein bisschen länger sein. Ich meine, die letzten Parts waren... Da war ja schon ein schöner Kamerabug. Die letzten Parts waren alle wundervoll lang, deswegen... Ja. Deswegen ist das kein Problem, wenn der mal ein bisschen länger ist. Da unten ist ein Save Point. Aber das wird wohl irgendwie der von der Story und so gewesen sein. Okay, da ist eine Schatztruhe gewesen damals. Haben wir hier schon mal. Hier bist du. Du warst ziemlich nervig, das weiß ich noch. Deswegen will ich ganz bestimmt nicht nochmal gegen dich kämpfen. Hier war ich ja auch schon mal irgendwie. Und hier kommt man zum Frightening Mountain. Okay, alles klar. Das heißt, hier bin ich falsch. So. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Nicht nochmal. Weil der war wirklich... Ich glaube zumindest, dass er anstrengend war. Ich weiß es halt nicht mehr genau, aber ich glaube schon. Also man kann sehen, die Höhle ist eigentlich doch nicht so linear, wie ich eigentlich immer gesagt habe und gedacht habe, aber... Da gibt es schon noch so ein paar andere versteckte Wege und sowas. Ich denke mal, viel ist auch jetzt erst offengelegt worden. Dadurch, dass ich das Tor schon... Ach du Scheiße, sind ja viele Gegner. Und da ist nur ein Schatztor, wow. Dadurch, dass ich das Tor schon wechseln. Deswegen denke ich mal, ist vor allem dadurch, ist halt viel offengelegt worden, sage ich mal. Was da vorne nicht wirklich zugänglich war. Okay, hier ist nur ein Snowboard... Oh. Okay, es ist ein Strawers, glaube ich. Ich dachte, er wird jetzt drauf Handstand machen. Aber alles ist okay. Alles ist okay bisher. Ich gehe hier auf den. Und du bringst den. Nee, das schafft sie nicht. Dann machst du das. Ich mag seine Lache. Oh boy. Aber hier ist auch nichts, alles klar. Aber ich finde... Man könnte eigentlich zu Fidesz noch ein bisschen mehr sagen. Es ist eigentlich ein interessanter Charakter, oder? Es könnte ein interessanter Charakter sein. Oh nein. Wenn noch ein bisschen mehr zu ihm gesagt wird, sag ich mal. Aber bisher wissen wir halt so gut wie gar nichts über ihn. Nur, dass er der Reaper ist und, ja. Dass er halt ein Künstler erschaffen wurde. Nein, das meinte ich. Und nicht unbedingt mehr. Deswegen, da könnte ruhig noch ein bisschen mehr gesagt werden. Dankeschön. Aber vielleicht würde es das halt in der Sidequest, weil dafür waren die ja bisher da, für Charakterentwicklung einfach. Und
da halt Fidelis erst so spät in der Story zu uns gestoßen ist, sag ich mal, wäre es da ein bisschen Zeit für Charakterentwicklung, weil der Weg, von dem ich kam vorhin, ja. Okay, ich habe keinen Plan, wo ich hier lang muss. Oh, ist eine Gegner wieder da? Nein, ich will nicht kämpfen. Ich denke mal, ich schneide die Kämpfe jetzt immer raus. Ja, doch, definitiv. Weil ansonsten wird es wirklich ein bisschen zu nervig und lang und so. Übrigens könnt ihr euch das so vorstellen, dass ich auch so immer durch die Höhlen und alles durchgelaufen bin, wenn ich auf der Suche nach dem... Ich sag auf den hier. Wenn ich auf der Suche nach den Schatztruhen und sowas war, dann bin ich auch immer so voll verwirrt durch die ganzen Höhlen durchgelaufen. Hab eigentlich gemerkt, dass die gar nicht mal so linear eigentlich sind. Die Kampf wollte ich halt rausschneiden, verdammt, ich bin echt doof. Aber okay, passt schon. So. Einmal speichern, bitte. So, ist hier unten der Weg oder so. Oh, da ist der Junge, ja. Skinny Child. Ah, das ist der mit der Mutter, oder? Der bei Rayburg war, oder? Weil, wenn er jetzt Hello Again sagt, und der hat auch das gleiche Modell, das weiß ich. Ist das der? Hello Again. Oh, it's you. I'm so glad to see you, alright. Das finde ich super, dass der nochmal aufgegriffen wird in der Sidequest. Das finde ich super. It's all thanks to you. Since then I've... You are... Why is he with you? Didn't you know? He's the one who killed my mama! Das war mir irgendwie klar. No, I don't believe you! I remember his face! No, it's alright. Fidesz is on our side now, and he's a very strong ally. No, I don't believe you! There's no use resisting. Fidesz, wait. I'm here for one reason only. Give me that Sprite Knight. Say you're sorry then. Say you're sorry for what you did to my mama. I cannot do that. Fidesz. I will not deny my past. I will not apologize for it or regret it. If you wish to feed on hatred, so be it. It matters not to me. You must choose your own way of life. You are free. However, I shall use that Sprite Knight. Give it to me. Fidesz, wait! He's just a child! You can't threaten him like that! I see. I get it now. You are all after my stone! No, that's not true, No, that's not true. Listen, that Sprite Knight is cursed. If you keep it, something terrible will happen to you. No, I can tell. The stone is really powerful. As long as I have this, I can even beat him. I can get revenge from Mama. If you will not give it to me, I shall take it by force. Go on then, just try. I'll kill you. Fidesz, I've been all by myself. It was hard and lonely, but I didn't give up. I believe what you said. I believe that one day I'll be able to make friends. But whenever they realize I'm not a human, they all run away. I hate them, I hate everyone, and I hate you, you most of all. Die! Fidesz, what are you doing? You ain't gonna be able to take this for much longer. It cannot be helped. I swore to Eterna that I would lend my strength to the sacrifice. I cannot die here. Do not hold it against me. No, stop it, Fidesz. And you make him stop. I am sorry, but I cannot do that. No! Huh? It doesn't hurt! I already told you. All I want is that Sprite Knight. I do not wish to take your life. I made sure not to harm you. Give it back! It's mine! If you wish, I will return it to you. However, first I want you to see what will happen to the bearer of the Sprite Knight with your own eyes. What the hell? What's going on?
This is... It can't be. It is the destruction inside me. That is the power the Sprite Knight contains. It is a physical manifestation of my own urge for self-destruction. So, that's why the stone is cursed. This is why all the humans who possessed it met a horrific end. Stay back. It is the destruction inside me. I am the only one who can defeat it. Wow. Jetzt kämpfen wir noch mal gegen den Boss, alles klar. Das Forming Monster, das ist doch das, wie viel das mal aussah, oder? Also der Boss damals. Aua, das hat weh. Ja, komm, Cleave. Das macht wenigstens ein bisschen Schaden. Du machst Cure. So, ich habe aber keine Ahnung, wie ich am besten mit Fidesz kämpfe. Du machst mit Ether auf Endior. Ich habe nicht wirklich die Ahnung von seinen Kommandos und so. So, komm, warte, ja. Hellfire, was ist Hellfire? Wow, das macht keinen Schaden. Genial. Da steht Fidesz in den Monster drin. Auch cool. Auf jeden Fall. Demi. Ah ne, der war dahinter, alles klar. Cleave. Bam, wow, gemisst. Super. Das. Nee, das ist alles wieder so ein Stuff, der glaube ich keinen Schaden macht, weil Stark ist. Kann ich mir schon das vorstellen. Aua. Vielleicht soll ich mal mit Endion und Fidesz den Doppelangriff probieren, wie viel der macht. Shadow Wave. Der heilt uns und macht ihm Schaden. Also würde Schaden machen, wenn er den Schaden machen würde. So. Also wenn er nicht dagegen resistent wäre quasi. Das war relativ viel. Ja, hier, Heilung. Und mit dir wollte ich, dass die, also bis das Monumentum voll ist. Au. Jetzt. So. Sehr schön. Du machst ein Helix Slash weiter. Ja, der Bosskampf ist relativ okay, sag ich mal. Solange er nicht irgendwie krass angreift oder so. Running Tail, das tut weh. So viel das macht. Helix Slash. Und Endio macht. Ja, ich kann eigentlich nur Cleave machen, so, was halt relativ viel Schaden macht, sag ich mal. Und seit Zuna ist eigentlich nur was heilen da in dem Kampf. Außer sie stirbt, das ist relativ uncool. Ja. Habe ich mir gedacht. So, Fidesz. Ne, ich gas auf Endio, der macht. Nein, ich meine, du machst Item. Ethian und Water auf Setsuna und Endio macht Aura auf sich selbst, dass alle geheilt werden. So. Ah, für das nicht, weil es halt weg steht. Wundervoll. Toll. Jetzt wurde. Wow. Wow. Einfach nur wow. Helix Slash. Ja, Setsuna muss dann gleich heilen. Oh, ich warte, bis Fidesz fertig ist, dass er wiederbeleben kann. Dieser Zunas Heilung nicht verkennt ist quasi, sag ich mal. So. Heilung. Wow. Ach, Junge. Jogonic Tail wieder. Aua, das hat weh. Das hat ziemlich weh sogar. Du machst deinen Helix Slash. Du machst. Cleave. Scheiße. Ich hab's mir gedacht, dass sie jetzt stirbt. So. Nein! Du machst live auf Setsuna. Und ganz ehrlich, ich setz ein Elixier ein. Ne, Moment, ein Mega-Elixier. Das alle ein bisschen Heilung bekommen. Weil ansonsten
weiß ich nicht, wie ich das jetzt sonst machen sollte. Ich habe noch genug für die ganzen Bosskämpfe, die auch kommen in der Story, deswegen. So. Ragnarok, das ist wieder das, was er beim Sterben gemacht hat damals. Was uns allen so viel Schaden gemacht hat damals, weswegen ich gestorben bin. Beim Versuch, als Fidesz der Drache da war. Also er ist ja quasi irgendwo jetzt immer noch, aber halt nur der Hass in ihm und alles. Quasi. Zumindest habe ich so verstanden, der Hass und das sein Wunsch für... Wow. Ah, okay. Sie ist jetzt ganz wundervoll. Sein Wunsch für Selbstzerstörung, hat er gesagt. Also, scheinbar... Ja, ich weiß nicht. Möchte er sich selbst umbringen oder so? Weil das verstehe ich mal, Selbstzerstörung. Ich weiß ja nicht, ob das so gemeint ist, aber ich denke mal schon. Ansonsten würde es wenig Sinn ergeben, sag ich mal. Ich denke mal, mit Eterna wäre der Kampf ein bisschen einfacher gewesen noch. Ich hätte ja scheinbar wechseln können, aber... Ja, passt schon. Was macht er? Oh, cool. Und ist wieder tot. Cool. Cool. So, dann... Mach... Ja, wow, ich wollte... Ich hätte heilen sollen, ich weiß, ich hätte eine Potion oder sowas einsetzen sollen, aber ich wollte halt mit Endia Aura machen jetzt. Ich habe jetzt gewartet, bis Endia Aura machen kann und ich... Das war dumm. Ich hätte eine Potion auf einen einsetzen sollen, dass der überlebt. Das war dumm, das war einfach nur dumm. Ich weiß, ich bin dumm. Fertig. So, ich habe wieder relativ viel eigentlich abgezogen. Und deswegen melde ich mich mal wieder. So. Wir haben ihn gleich auf jeden Fall. Wir haben ihn gleich. Das ist ziemlich praktisch. So, du machst dein Helix Flash. Und du machst Cleave. Der ist bald tot. Er hat Stopp! LOL! Das ist praktisch. Ja, jetzt wird er sterben durch Lumnia. Jetzt wird er sterben. Das ist... Wow. Und es gibt kaum Erfahrungspunkte. Wow. You obtained Ragnarok. Oh mein Gott, endlich. Das ist ziemlich cool. Aber was heißt endlich? Aber endlich mein Schlagangriff. I do not know who made this Bright Knight or why, but I can sense a faint connection to the hatred inside it. Hatred? It appears to somehow be connected to the hatred of my former master. It seems you too sensed this when you held it in your hands. So that was that feeling of gloom inside me, that urge to destroy everything. Those were the emotions of my former master. There is no light, only eternal never-ending darkness. Fidesz, I am not telling you to forget your hatred. If that is what you choose to feed off, so be it. But remember this, hatred leads to nothing. Beyond solitude and hatred, there is only destruction and infinite nothingness. What do you know? I too was once a part of that very hatred. No one else needs to feel what I have felt. You mean you did this to save me from destruction? No, you misunderstand. I wanted the Sprite Knight, and so I took it from you. That is all. Thank you, Fidesz. Either way, you saved this boy. I hope you're not expecting me to thank you. No, I am not. Let me say one more thing to make sure that you understand. If your hatred begins to overcome you, come and kill me. Come and release that hatred. I shall be waiting. I never forgive you for what you did to my mama. So once the sacrifice's journey is over, come back here. I want to be the one to defeat you. I'll make you apologize to me. If you're still alive, that is. Ha! I'm not going anywhere. Thank you again. No, I'm just glad you're going to be alright. One day I'll find strong friends like you. I think this will be the last time we see each other, so take care. Why will it be the last time? You'll come back after your journey is over, won't you? Wollen wir jetzt anlügen oder wollen wir die Wahrheit sagen? Das ist jetzt eine schwere Frage. Ich sag die Wahrheit lieber.
Huh? Why? I'm going somewhere far away. I don't think we'll see each other for a long, very long time. Really? But on days when the winter still, yet the snow still dances in the air, I hope you'll think of that snow as me. When the winter still, yet the snow dances in the air, I don't really get it, but alright, I will. I'm sure we'll see each other again somewhere, that's just the feeling I get. Yes, I think so too. Until then, though, goodbye. Alright, see you. It looks like you really have gained your own will since being freed from your master. I'm impressed with this, playing a bad guy like that. That was not my intention. I simply believe it better not to have someone to focus on one's hatred on than to live alone. Endless solitude and hatred lead only to destruction. If someone can stop that from happening, then they should do. So, Fides, do you mean you saw your former master in that child? I do not know. Let us hurry on. The time of our final battle approaches. Okay. Herunterfall erscheint Reason for Being. Ja, das war eine coole Sidequest. Also, ja, finde ich super, dass das Kind nochmal aufgegriffen haben. Gut, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wo wir dann die Ruinen angehen werden, die es noch gibt. Und nach diesen Ruinen steht der Nahkampf an, sag ich mal. Ich weiß noch, ob wir noch. Also, ich weiß nicht, ob ich noch Lust dazu haben werde, die ganzen Dinge in dem Snow, in den Snow Chronicles zu machen. Aber falls ich das machen werde, kommt das irgendwann nicht unbedingt in nächster Zeit als Bonus-Part. Also ja, das zählt nicht zum richtigen LP. Oh, verdammt. Das zählt nicht zum richtigen LP, sag ich mal, sondern ist einfach nur ein Bonus-Part. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Und dann ciao, euer Reroad, tschüss.